Umgang mit Schleimigkeit anderer. Vielleicht ist in deiner Umgebung jemand, den du als schleimig empfindest. Er schleimt sich bei seinem Vorgesetzten ein, vielleicht auch im gemeinsamen Vorgesetzten. Er erzählt erst, wie schrecklich er ihn findet, und nachher macht er dem Kompliment und sagt, wie toll er ist. Irgendwo findest du das grässlich. Jetzt kannst du überlegen, ja, wie gehst du damit um? Eine Möglichkeit wäre, ignoriere es einfach. Erkenne es einfach an. Der Mensch hat ein Bedürfnis, mit Menschen besser zurechtzukommen. Jeder Mensch strebt ja danach, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Für manche Menschen drückt sich das so aus, dass sie sich einschleimen, das heißt dem Menschen sagen, was sie hören wollen, und das ist wie eine doppelte Liebe. Sie selbst drücken ihre Liebe aus, indem sie dem anderen etwas sagen, und sie hoffen, dass sie dadurch Liebe bekommen wollen. Das muss jetzt nicht falsch sein. Du weißt dann natürlich, wenn der Mensch zu dir spricht, ist es nicht etwas, was eine beständige Anerkennung ist. Er sagt es, um Liebe zu empfangen, um Liebe zu geben, aber meint es nicht wirklich. In diesem Sinne, weißt du, was du von ihm oder ihr zu halten hast, im Sinne von, du kannst nicht darauf bauen. Das Schleimigkeit kann natürlich auch rein egoistisch sein, um jemand anderen zu, ja, einen Gefallen von dem anderen zu bekommen, schleimt man sich bei ihm ein. Und das ist dann egoistisch. Aber manchmal das, was als Schleimigkeit empfunden wird, ist einfach nur der Wunsch, zu gefallen, Liebe zu schenken und Liebe zu bekommen. Tiefe Wertschätzung vom Herzen heraus für die tiefen Anliegen eines anderen kann ein guter Umgang mit Schleimigkeit oder wahrgenommener Schleimigkeit sein. Manchmal ist Schleimigkeit nämlich einfach nur Freundlichkeit.